Genau, ich stelle mich kurz vor. Ich bin ja, wie gesagt, Annalena Mocella von der Stadtverwaltung Aalen. Bin dort in der Stabsstelle für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration. Wir haben die drei großen Themenfelder bei uns und bin in dem Bereich für den Bereich Integration zuständig und Partizipation, Bürgerbeteiligung. Und in dieser Funktion darf ich eben auch heute hier sein und Ihnen unser erstes Projekt vorstellen, im Rahmen der Smart City, die die Stadt Aalen schon ist, beziehungsweise auf dem Weg dorthin gerade sich befindet, haben wir eine Bürgerbeteiligungsplattform aufgesetzt, die das erste Projekt oder das erste Projekt, mit dem wir die bespielen, ist eben diese digitale Ehrenamtsbörse. Ich erkläre Ihnen kurz, wie wir dazu gekommen sind, also die Idee dahinter. Und zwar habe ich eben im Rahmen meiner Arbeit ein Beteiligungskonzept aufgesetzt, eines entwickelt, und zwar für junge Familien. Das nannte sich Lebendige Stadt, deswegen heißt jetzt auch diese Plattform so oder die Homepage. Und da ging es darum, wie wir junge Familien in der Rush-Hour ihres Lebens beteiligen können. Weil die ja wenig Zeit haben, von einem Termin zum nächsten ja, springen. Und trotzdem ist es eine ganz wichtige Zielgruppe. Und dann haben wir uns überlegt, wie holen wir die ab? Und dann sind sogenannte Ideenboxen entstanden. Das sind so, ja, ich will es nicht Meckerkästen nennen, weil es eigentlich nicht ums Meckern geht, sondern um Ideen. Und die haben wir in den einzelnen Kindergärten, in den Grundschulen aufgestellt. Und die Familien hatten dort eben Zeit, oder die Eltern vor allem, ihre Ideen anzubringen. Was auch sehr gut angenommen wurde, Gott sei Dank, das war sehr schön. Und im Rahmen eben dieses Projektes, wir haben dann auch noch ein Fachforum veranstaltet mit den Beteiligten, hat sich eben diese Idee entwickelt oder rauskristallisiert, dass sie gerne eine digitale Ehrenamtsbörse hätten. Weil Aalen, oder ich denke, ja, wir in Deutschland können ja wirklich da sehr stolz sein, haben ja eine sehr aktive ehrenamtliche Community, und auch wir in Aalen eben. Und da war eben so der Plan zu sagen, wie kriegen wir die gemeinsam oder wie kriegen wir die zusammen? Weil die einen würden gerne, die anderen suchen jemand, und oft wissen sie aber gar nichts voneinander. Genau, also so kam das Thema bei mir auf, hat sich bei mir aufgeschlagen. Und der zweite Weg zu der Börse ist eben über meine Kolleginnen und Kollegen in der Wirtschaftsförderung. Es gab in Baden-Württemberg die digitale Zukunftskommune BW. Das sind 55 Kommunen ausgezeichnet worden, und da sind dann Fördergelder eben akquiriert worden. Und da war auch die Idee zu sagen, wir schaffen eine Bürgerbeteiligungsplattform, eine digitale. Und dann haben wir im Austausch festgestellt, okay, ich hätte gerne diese Ehrenamtsbörse, ihr würdet gerne diese Plattform aufsetzen, dann arbeiten wir doch einfach zusammen und entwickeln was gemeinsam. Und so hat sich das dann genau ergeben, dass wir jetzt diese Plattform haben, die als erstes Projekt bespielt wird mit dieser Ehrenamtsbörse. Zukünftig natürlich trotzdem angedacht, dass auch weitere Beteiligungsprojekte darüber abgerufen werden können, also Mobilitätskonzepte, FNPs, Fahrrad, Wegekonzept, also was auch immer da jetzt zukünftig noch passieren wird in der Verwaltung. Welche Beteiligungsprojekte da auch immer noch aufschlagen werden, was ich hoffe, dass es ganz viele sein werden, werden wir eben über diese Plattform dann bespielen. Zusätzlich, also ich denke, die Ehrenamtsbörse wird weiterhin auf dieser Plattform bleiben, aber die anderen Projekte werden, denke ich, teilweise temporär, aber vielleicht auch längerfristig dann dort drüber laufen. Genau zum Inhalt. Mir ist es sehr wichtig, ich bin ein sehr klarer, strukturierter Mensch, und deswegen war es mir auch sehr wichtig, dass die Plattform sehr klar und strukturiert aufgebaut wird. Wir haben mit einer Firma zusammengearbeitet aus Bonn, die im Bereich Bürgerbeteiligung sehr ja, schon affin sind, sehr viel schon gemacht haben. Aber diese Plattform wurde extra für uns konzipiert. Also das war viel ja, Arbeit auch. Wie stelle ich mir das vor? Was ist möglich? Wie bekommen wir da einen Konsens hin? Also dieses Design ist jetzt so auf meinem Mist gewachsen, und kann man jetzt nicht irgendwo so kaufen. Genau, das ist die erste Seite. Habe ich einen kurzen Text formuliert, einfach kurz gesagt, was wollen wir hier, warum sind wir hier, was passiert auf dieser Plattform. Sie sehen hier oben, haben wir eben die verschiedenen Reiter. Also hier kann man Stelle suchen, wenn man eben als Ehrenamtliche
sich engagieren möchte, aber eben noch nicht weiß, wo, dann kann man hier auf Stelle suchen gehen. Hier gibt es die Möglichkeit, Stelle zu veröffentlichen als Institution. Wenn ich sage, okay, ich suche eben jemanden, dann kann ich mich da einloggen und dann diese Stelle online stellen. Ja, genau, und häufige Fragen gibt es immer noch und die Kontaktmöglichkeiten. Ich denke, das ist ja auf jeder Homepage soweit gibt. Wenn man dann weiter runter scrollt auf der ersten Seite, kommen dann noch solche Boxen, solche Infoboxen, wo wir informieren. Und zwar Tag Ehrenamtsbörse in Aalen, die war am 18. Mai. Da war auch der Relaunch der Homepage, weil die Erfahrung gezeigt hat, digital ist super und gut, aber kann nur ergänzend sein. Also das Analoge ist ganz wichtig, auch bei der Beteiligung, aber eben auch bei so einer Börse. Deswegen hatten wir eben auch eine analoge Ehrenamtsbörse bei uns im Rathaus in Aalen, die sehr gut angenommen wurde. Also wir sind da tatsächlich überrannt worden, gerade von den Institutionen, was ich natürlich aber toll finde. Und da haben wir dann auch diese Plattform relaunched und ging dann da online. Sie sehen die Ergebnisse aus dem Projekt Lebendige Stadt, von dem ich am Anfang erzählt habe. Dieses Projekt, da ging es ja eben um junge Familien und da gab es natürlich auch Ergebnisse, Rückmeldungen und die werden da veröffentlicht. Und mir ist der Reiter Termin und News noch ganz wichtig, weil wir auch in unserer Arbeit einfach wahnsinnig viel Veranstaltungen machen, viel Veranstaltungsmanagement. Und deswegen ja, wollte ich da noch so ein bisschen dann auch die Chance nutzen und Werbung für unsere Veranstaltungen machen. Das sieht man jetzt leider nicht, aber wenn Sie noch weiter runterfahren würden, steht hier Ihr Engagement in Ihrem Ortsteil. Aalen ist eine Flächenstadt, also wir haben ungefähr 70.000 Einwohner, Einwohnerinnen, nur so als Randinformation. Und es ist schon von dem einen Ortsteil zum anderen, kann man schon mit dem Auto eine halbe Stunde unterwegs sein, wenn man will oder auch wenn man nicht will. Und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sieht es auch nicht unbedingt besser aus. Deswegen war es mir einfach wichtig zu sagen, wenn auch jemand nicht ganz so mobil ist, wo findet dieses Engagement statt? Also wo befinde ich mich oder wo muss ich hin, um mich engagieren zu können? Deswegen gibt es diese Karte, da kann ich dann direkt auf die einzelnen Ortsteile gehen und dann ploppt das auf, was in diesem Ortsteil eben angeboten wird. Also das finde ich dann, also für mich, die jemand sucht, aber eben auch die Personen, die ein Gesuch einstellen, sollen das bitte oben auswählen in den Kategorien, dass man das eben dann gleich weiß. Genau. Auch so war es mir wichtig, ich glaube, da gehe ich nochmal zurück, bei Stelle veröffentlichen, dass es jetzt nicht nur Institutionen oder Vereine gibt, die dort ihre Gesuche einstellen sollen oder können, sondern auch Privatpersonen. Das habe ich jetzt leider, das kann ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen. Ich versuche es Ihnen zu erklären. Also wenn Sie auf diese Seite kommen, werden Sie erstmal gefragt, ob Sie eine Institution sind oder eine Privatperson. Und je nachdem minimiert sich dann die Angabe an Informationen. Also mir war es eben auch wichtig, wenn jetzt, ich weiß nicht, eine ältere Dame, jemand sucht, der ihr regelmäßig den Garten macht oder für sie einkaufen geht oder mal den Hund Gassi führt, dann kann sie eben auch über diese Plattform jemanden suchen. Und als Privatperson, ich meine, mit Daten ist eh sehr sensibel und ich bin selber sehr spezifisch, wenn es um sowas geht. Ich möchte jetzt auch nicht überall meine Daten preisgeben. Da minimiert sich das dann ziemlich. Also man muss nicht viel angeben und kann trotzdem eben eine Anzeige schalten und der Kontakt wird dann über die Plattform hergestellt. Bei einer Institution, da verlangen wir schon ein bisschen mehr Daten. Also ich will dann schon wissen, wer ist die Ansprechperson, wo ist diese Institution, Kontaktdaten, dass man eben dann auch als jemand, der die Plattform nutzt und etwas sucht, dann auch direkt sieht, okay, da kann ich Kontakt drüber aufnehmen. Was aber trotzdem auch über unsere Plattform geht, also es ist möglich. Genau, ich glaube, das ist auch eine Besonderheit unserer Plattform. Die meisten Plattformen, die es so gibt bis jetzt, haben noch nicht diese Privatperson als jemand, der auch Stellen einstellen kann für sich entdeckt. Da können eigentlich nur Institutionen einstellen und das war mir eben auch nochmal wichtig, dass man sagt, aber vielleicht sucht ja eben auch Frau Müller jemand, der sie unterstützt oder der Herr Meier, dem die Vorhänge aufgehängen wird, ne, weil er eben selber es einfach nicht mehr kann. Da muss man natürlich dann aufpassen, dass man da aus der Haftung rauskommt. Das habe ich aber gut auch mit unserem Rechtsbeistand geklärt, weil wenn dann irgendwas passiert, wäre es natürlich schwierig oder ja, blöd, wenn wir als Stadt Aalen dann die Verantwortung gezogen werden. Das kann man aber ausklammern, das ist kein Problem. Genau.
Ich habe noch eine Folie und zwar zeigt die, dass es leider noch nicht so gut angenommen wird, wie erhofft. Die Institutionen haben das tatsächlich gerne angenommen. Also ich habe das auch rückgemeldet bekommen. Die finden das ganz toll und haben sich gefreut und haben gesagt, super, dass ihr das macht und haben da gleich ihre Angebote eingestellt. Aber irgendwie schaffe ich es noch nicht so ganz, die Bürgerschaft zu erreichen. Und ich hatte mir jetzt auch gehofft, so ein bisschen mit Ihnen vielleicht in Austausch zu gehen und Sie zu fragen, haben Sie vielleicht Erfahrungen gemacht? Wenn ja, wie? Oder auch, dass ich so ein bisschen noch Input mitnehmen kann, wie komme ich da irgendwie an die Leute ran? Ich habe mehrere Presseartikel geschrieben. Ich bin jetzt hier auf dieser Messe und versuche das so ein bisschen bekannter zu machen. Habe es in meiner Signatur drin stehen, dass es diese Ehrenamtsbörse jetzt gibt. Versuche natürlich viel Mund-zu-Mund-Propaganda den Leuten klarzumachen, da gibt es jetzt irgendwas. Aber ich habe es noch nicht so, noch nicht das Geheimrezept gefunden und vor allem eben auch melden mir das halt die Institutionen auch rücken. Ne? Die sagen, ja, das ist ganz toll, wir haben uns da jetzt präsentiert, wir haben da jetzt ein Angebot eingestellt, aber es kommt irgendwie niemand, der uns darüber kontaktiert. Und das ist tatsächlich einfach ein bisschen schade, weil so war das nicht, oder ja, wir hoffen, dass da einfach noch das ein bisschen mehr angenommen wird und da der Austausch auch wirklich mehr gelebt wird. Genau, aber auch so, wenn Sie noch Fragen haben, dürfen Sie natürlich gerne an mich stellen und sonst würde ich Sie einfach einladen, mit mir so ein bisschen in die Diskussion zu gehen und Ihre Erfahrungen zu tauschen mit mir oder mit uns auszutauschen. Vielen Dank erstmal dafür, Fabian Wohlfahrt, NBW. Was mir gerade direkt in den Sinn gekommen ist, Sie haben eigentlich ein Marketingproblem. Ja. Und wenn ich überlege, also ich habe Schwiegereltern, die sich beide ehrenamtlich betätigen. Und die haben sich halt irgendwann mal ja auch online informiert, was kann ich machen. Und mein erster Gedanke wäre Google, mal Google AdWords oder sowas zu schalten, dass ich wirklich auch die Leute, die dann sich danach informieren wollen, auch mal entsprechend finde. Auch, dass sie auch wissen, was es überhaupt gibt. Das wäre mein erster Gedanke gewesen. Okay, also wenn man das eingibt in Google, zumindest diese Adresse, kommt das auch sofort. Aber Sie meinen nur mit Stichpunkten wahrscheinlich, oder? Genau, also was ist, wenn Sie jetzt eingeben, Ehrenamt, ja, einfach nur Ehrenamt. Dann okay, muss das dass das dann da kommt. Dass Sie, wenn Sie aus dem Bereich Aalen kommen, dass dann auch Ihre Seite auch mit angezeigt wird ganz oben. Ich glaube, das ist ganz wichtig für Sie. Okay. Dann müssen Sie vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber ich glaube, das könnte sich lohnen. Okay, gut, Dankeschön. Gibt es weitere Anmerkungen oder Ideen, wie das Problem oder die Herausforderung gelöst werden kann? Von Ihnen? Ja. Also ich habe jetzt von der Webseite jetzt nur ein paar Bilder gesehen, könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass das Thema UX-UI-Design der Webseite mal eine Überlegung wert wäre. Weil wenn ich jetzt überlege, ich bin jemand, der möchte was machen, ich habe mich da nicht wiedergefunden spontan. Okay. Und das, also wir haben beispielsweise Erfahrung, wie man in Organisationen sowas etabliert. Mhm. Und diese Überlegung, wie hole ich dann denjenigen ab, der da vor dem Bildschirm sitzt, ist eine ganz andere Logik, wie was möchte ich eigentlich senden. Sie haben eben so gesagt, ich möchte Werbung machen für meine Veranstaltung. Total lobenswert, total gut. Ja. Interessiert mich aber vielleicht gerade nicht, weil ich möchte mich ja engagieren. Ich möchte eigentlich eine andere Ansprache haben. Mhm. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man diese Prozesse mal andersrum denkt. Also nicht von der sendenden Perspektive, also total gut, dass Sie das Angebot machen, aber Sie wollen ja jemand ganz anders erreichen. Ja. Dann wäre meine Empfehlung, einfach mal den Denkprozess umzudrehen und das mal vom anderen Ende, von der Oma jetzt mal gedacht, die da was einstellt. Wie bringen Sie die dazu? Und das ist zum Beispiel dann auch tatsächlich so eine, aber da gibt es eine ganze Latte von Aktivitäten, wie man sowas, sage ich mal, beatmen kann, dass diese Seite einen entsprechenden Traffic kriegt. Also da ist diese Suchmechanismen ist eine Variante, aber da gibt es noch eine ganze Latte von weiteren Aktivitäten. Und wie gesagt, das UX-UI ist, würde ich jetzt nicht als Kritik empfinden, aber das glaube ich, würde ich anders machen. Okay, gut, danke. Gibt es noch jemanden, der eine Anmerkung oder die eine Anmerkung in den Raum platzieren möchte? Wenn dem nicht der Fall ist, dann habe ich tatsächlich etwas. Ich dachte, also mein erster Impuls war, Gedankenimpuls war, dass es vielleicht auch mit der Zielgruppe zu tun hat. Also ich weiß nicht genau, wer aktiv im Ehrenamt ist, aber ich vermute, dass es vor allem Menschen sind, die jetzt
etwas älter sind oder die Zeit haben, einfach die Kapazitäten dafür. Ja. Das ist nur eine Vermutung. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Und da wäre es tatsächlich schlau zu schauen, was sind denn die Medien, mit denen sie sich informieren. Also wenn das Google ist, dann muss man in Google AdWords investieren, dann Google Ads investieren. Wenn das Facebook ist, dann muss man Targeting machen. Also einfach auch plattformspezifisch zu schauen, weil ich zum Beispiel bin bei Instagram unterwegs und ich sehe wirklich die Werbung, die da kommt, die ist so spezifisch auf mein Leben ausgerichtet, dass ich mich manchmal frage, okay, woher wissen die das? Ja, und wie gut das einfach gemacht ist. Ja. Insofern denke ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Okay. UX, also User Experience, ganz klar. Auch, also dass man wenig stichhaltige Informationen hat und sofort weiß, worum geht es, was kriege ich und so weiter. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Und was mich aber interessiert ist, noch, also wenn wir den Themenblock vielleicht abgeschlossen haben oder gibt es noch irgendwelche Impulse? Ansonsten würde ich eine andere Frage stellen. Mhm. Und zwar, mich interessiert, wo kam der initiale Impuls her, Digitalisierung der Stadtentwicklung so zu denken? Also es gibt ja sehr viele Ansätze, wie man es denken könnte. Und man muss zugeben, in den deutschen Kommunen ist es nicht häufig der stadtgesellschaftliche Ansatz. Es ist sehr häufig ein Ansatz in der Mobilität, im Verkehr, im Energiebereich, einfach weil das auch die Themen sind, die die Kommunen sehr stark kümmern und man sich erhofft, durch digitale Technologien das Ganze zu verbessern. Aber wie kam es dazu? Das wäre nochmal vielleicht interessant. Dass wir diese Plattform aufgesetzt haben, genau, das, genau, ja. Genau, genau. Also es ist ja ein Baustein. Ich meine, es gibt diese, also wie gesagt, ich habe ja erzählt, die Stadt Aalen befindet sich auf dem Weg zu einer Smart City, ist es in gewissen Teilen auch schon. Und weil ich eben die Bürgerbeteiligung bei mir habe oder den Hut der Bürgerbeteiligung aufhabe, denke ich natürlich das auch. Ne? Wie erreichen wir die Bürgerschaft? Wie kann ich die, also auch verschiedene Zielgruppen erreichen und eben nicht jetzt nur die Leute, die auch schon zu meinem Bürgerforum kommen, also die analoge. Und deswegen war das eigentlich die logische Konsequenz zu sagen, man geht auch online und versucht darüber die Leute zu akquirieren. Auch jüngere Leute zum Beispiel, auch eben gewisse Zielgruppen. Und mussten Sie dafür eine politische Mehrheit organisieren oder ist das so im Rahmen? Das war ja im Rahmen dieser Zukunftskommune, also diese digitale Zukunftskommune BW, dieser Antrag. Und da war das drin, also war ein Teil dessen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Antrag in politischen Gremien drin war, das weiß ich gar nicht. Ja, okay, war er. Ja, also es ist auf jeden Fall abgesegnet. Okay, also das heißt, von den Entscheidungsträgern gibt es ein Bewusstsein dafür, dass Digitalisierung auch in solchen Themen eine Rolle spielen soll. Ja, das ist ja das Wichtige. Ja. Dieser ganzheitliche Ansatz und nicht nur, wir wollen Verkehrsoptimierung betreiben oder infrastrukturelle Entwicklung fördern. Nee, ich meine, sowas geht ja auch nur mit der Bürgerschaft. Also Sie können ja nicht Digitalisierung im stillen Kämmerchen machen und es kriegt keiner mit. Oder Sie machen es ja für die Bürgerschaft und auch am besten mit denen. Und es geht ja dann nur über solche Kommunikationswege und Beteiligung. Also so habe ich Partizipation und Bürgerbeteiligung verstanden. Und deswegen ist es, glaube ich, muss man das immer zusammendenken. Ja, also definitiv ganzheitliche, integrierte Stadtentwicklung, da gehe ich mit Ihnen komplett d'accord. Ja, gibt es vielleicht jetzt noch Anmerkungen, Ideen oder auch andere Fragen zu dem Themenpunkt?